Ja, da sind wir schon wieder live bei Leipzig Streamt. Eben war ich noch gerade in der Buchhandlungs-Roadshow unterwegs in München vor Ort und jetzt sind wir schon wieder ganz an einem anderen Ort und bei einem ganz anderen Thema. Ich freue mich sehr, dass wir dem Börsenverein des Deutschen Buchhandels sozusagen eine weitere Bühne hier mitgeben konnten und heute Morgen drei spannende Gäste zusammen hier eine Podiumsdiskussion sozusagen auf der BPB-Bühne durchführen werden. Und Silvia Löhrmann ist diejenige, die uns durch diesen Vormittag hier weiterführen wird. Sie ist Generalsekretärin des Vereins 321 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland. Und genau um diese Frage wird es jetzt heute Vormittag auch geben. Ich freue mich sehr, dass Sie und ihr heute da seid. Das ist ein Thema, das die Bundeszentrale für politische Bildung ja auch sehr intensiv schon beschäftigt seit vielen, vielen Jahren. Und eine der Autorinnen, die heute Morgen auf dem Podium sitzt, die war vor einem halben Jahr bei mir zu Gast in der langen Lesenacht bei Frankfurt Streamt. Und das heißt, ein weiteres Mal auf einer Bühne der Bundeszentrale für politische Bildung. Aber wer da genau sitzt und mit wem sie ins Gespräch kommt, das erzählt uns jetzt Silvia Löhrmann. Frau Löhrmann, Sie haben das Wort und allen anderen einen spannenden Morgen hier. Bleiben Sie weiterhin gesund und demokratisch und eine gute Diskussion. Ja, vielen Dank, Herr Kraft. Ich übernehme sehr, sehr gerne, begrüße das Publikum und begrüße natürlich meine Gesprächspartner, Frau Gorelick. In Köln ist sie jetzt gerade, nicht in München, wo sie zu Hause ist, weil sie auch noch zur Lit Cologne geht, also Hochsaison endlich für das Buchwesen, teils digital, teils aber auch präsent. Und Dr. Markus Blume begrüße ich. Er sitzt, ich nehme an, in Filderstadt, wo er auch geboren ist. Die Wege sind dann spannend. Manchmal gehen sie weiter, manchmal gehen sie nicht so weit. Wir begegnen also heute und auch ich zwei unterschiedlichen Autorinnen und einem Autor, jüdisch, nicht jüdisch, Belletristik, Sachbuch, eingeboren, eingewandert, Mann, Frau. Und sicher gäbe es noch andere Unterscheidungskriterien. Aber sie verbindet die Auseinandersetzung mit dem Thema unseres Festjahres. Ich möchte mich ganz, ganz herzlich beim Börsenverein bedanken, Frau Bergmann, dass Sie die Anregungen aufgenommen haben. Ich glaube, es war vor über einem Jahr, dass ich gesagt habe, wenn die Buchmessen sind, dann müssen wir das doch auch zum Thema machen. Und dann war lange Funkstille. Wir wussten gar nicht, was geht. Und jetzt treffen wir uns wenigstens digital. Und ich danke natürlich auch der Bundeszentrale für politische Bildung, dass sie uns jetzt hier diesen Rahmen bietet für die Realisierung in Leipzig. Streamt, und ich danke auch der Technik im Hintergrund. Das dürfen wir nicht vergessen, wie wichtig die ist. Ich freue mich auch persönlich, dass wir dieses Gespräch führen und will auch bei der Gelegenheit eine Lanze brechen für den Buchhandel. Ich wohne in einem kleineren Stadtteil, aber da gibt es sogar mehrere inhabergeführte Buchläden. Und die gehören für mich im Grunde zur Daseinsvorsorge, weil sie zwar nicht die Lebensmittelversorgung im engeren Sinne für uns gewährleisten, aber die geistigen Lebensmittel, die bieten sie und die brauchen wir in der Pandemie ganz, ganz besonders und ganz genau. Buchhandlungen sind Orte der Demokratie. Hier findet Austausch und Begegnung, Debatte und Diskurs statt. Ich möchte jetzt meine Gesprächspartner gar nicht lange vorstellen, weil die werden Sie kennenlernen im Gespräch und natürlich mit Ihren Büchern. Frau Gorelick, Sie zählen und haben das selbst so formuliert zur neuen Generation von Jüdinnen und Juden in Deutschland, die sich über ihre Zukunft und nicht über ihre Vergangenheit definieren wollen. Da sind wir gleich auch bei einem Ziel dieses Festjahres, jüdisches Leben sichtbar und erlebbar machen. Und was heißt das für Sie? Und das heißt vor allem eine Vielfalt und eine Diversität aufzeigen. Es gibt ja immer recht klischeehafte Bilder, die immer wieder auch von den Medien reproduziert werden. Ich weiß noch, es gab irgendwie vor, ich weiß nicht, 2 Jahren oder so einen Spiegeltitel, da ging es ums neue deutsche Judentum und vorne drauf waren irgendwie Menschen mit Schläfenlocken und in dieser orthodoxen Kleidung. Das gibt es auch alles, aber es gibt eben viel mehr als das, zum Glück. Und ich habe das Gefühl, dass das jüdische Leben in Deutschland immer diverser wird, was ganz großartig ist. Und das sichtbar zu machen und von dem wegzukommen, was einfach immer wieder als Bild oder als Gedanke oder als Klischee reproduziert wird, das ist, glaube ich, etwas, was ich mir wünsche oder was mich beschäftigt.
Ja, mir ist aufgefallen, dass Sie, ich habe mir mehrere Bücher von Ihnen angeschaut, auch das Neue. Ich halte das auch mal hoch, damit die Zuschauerinnen und Zuschauer motiviert werden, auch über die Sendung hinaus sich damit anzufreunden, dass Sie manchmal auch in den Klappentexten, dass da steht, dass Sie Jüdin sind und manchmal aber auch nicht. Und ich habe mich gefragt, wovon hängt es ab? Hat sich bei Ihnen was verändert? Es ist mir einfach aufgefallen, will das ganz, ganz wertfrei fragen. Naja, es ist einfach, es steht da, wo es eine Rolle spielt. Also da, wenn ich in einem Buch das Thema Judentum behandle, in welcher Form auch immer, und wenn, auch wenn das nur unterschwellig oder im Leben der ProtagonistInnen eine Rolle spielt, dann ist es natürlich von Bedeutung, dass ich jüdisch bin. Wenn ich ein, habe ich jetzt bisher noch nicht gemacht, aber sollte ich einen Krimi schreiben, dann ist es vollkommen unerheblich. Ob ich jüdisch bin oder nicht. Das heißt, ich halte es für da erwähnenswert, wenn es auch einen inhaltlichen Hintergrund hat und nicht mich per se darüber zu definieren. Also nicht wie ich als Katholikin sage, man muss es nicht wie eine Monstranz vor sich hertragen, sondern es muss sich Genau. ergeben und es muss in sich stimmig sein. Ja. Dann möchte ich noch eine Frage anschließen. Ich komme ja eher aus der Zeit, als es darum ging, die Erinnerungskultur sehr, sehr dafür zu kämpfen, dass sie eine Rolle spielt im Geschichtsunterricht, dass kein Schlussstrich gezogen wird. Und ich mache jetzt im Moment die Erfahrung, dass gerade die jungen Jüdinnen und Juden auch bei uns im Verein, die sagen, nein, wir wollen da nicht so sehr drüber sprechen. Und andererseits bleibt es aber ein Auftrag, nicht zu vergessen. Gerade im Moment sehen wir das. Wie bringen wir das zusammen? Ist das aus Ihrer Sicht ein Widerspruch oder wie können wir es verknüpfen, für die Bildungsarbeit, für die kulturelle Arbeit? Na, das eine, das sind ja keine Gegenpole. Also Erinnerungsarbeit und das Jetzt sind ja keine Gegenpole. Das eine, also wir werden alle auch schon auf privatem Kontext und im individuellen Kontext werden wir ja von unserer Vergangenheit und auch von der Frage, wie wir uns an diese Vergangenheit erinnern und woran genau wir uns erinnern und was das mit uns macht, werden wir alle beeinflusst. Und genauso wird auch das Jetzt eben im größeren sozialen Sinne, also jetzt zum Beispiel beim Thema jüdisch sein, natürlich wird das Jetzt beeinflusst von der Erinnerungskultur, die wir pflegen und die sicherlich eine Rolle spielt. Aber was sozusagen, was glaube ich, was ich verstehen kann, ist, dass man einfach sehr, sehr, sehr lange das Gefühl hatte, es wird sich nur auf die Erinnerung konzentriert und die Erinnerung wird in gewisser Weise ja auch schon fast benutzt für etwas, zum Beispiel zu zeigen, wer man heute in Deutschland ist bei den ganzen öffentlichkeitswirksamen Veranstaltungen. Und ich glaube, es geht darum, eine Gleichzeitigkeit zu erlauben zwischen der Erinnerung und dem, was jetzt am Entstehen ist. Und es gibt Bewegungen, die aus der Erinnerungskultur oder aus der Erinnerung heraus geboren werden. Und es gibt genauso Bewegungen und, weiß ich nicht, kulturelle Entwicklungen, die sich eben davon absetzen und zu sagen, wir, das ist aus dem Jetzt entstanden ohne den Hintergrund. Und beides muss seine Räume und seinen Platz finden und sein Gehör. Herr Dr. Blume, Sie sind Religionswissenschaftler, Sie sind jetzt Beauftragter der baden-württembergischen Landesregierung im Kampf gegen Antisemitismus und Sie haben von Anfang an, seit wir das erste Mal auch vor über einem Jahr jetzt schon uns mit dem Festjahr beschäftigt haben, Sie qua Amt und ich qua zu mir gekommenem Amt, haben Sie sich da unheimlich reingehängt für Ihre Regierung und aber auch persönlich. Das hat man gemerkt, dass Sie da nicht nur Ihre Arbeit machen und Ihren Auftrag erfüllen. Warum ist Ihnen dieses Fest ja so wichtig? Und vielleicht gehen Sie auch auf den Gedanken ein, den Frau Gorelli gerade angesprochen hat. Es ist eben kein Gegensatz, sondern es ist ein sowohl als auch und beides hat seine Bedeutung und hat seinen Platz. Ja, also bei mir hat das eigentlich so zwei Schübe gegeben. Das eine war, ich bin aufgewachsen nicht religiös, meine Eltern aus der ehemaligen DDR, gerade auch, naja, weitere Region Leipzig und hier im Bibelgürtel von Stuttgart aufgewachsen.
Wir hatten eine christlich-muslimische Gesellschaft aufgebaut, junge Christen und Muslime, die sich begegnet sind. Und da war es dann so, dass da einige gab, die gesagt haben, jetzt machen wir Dialog gegen die Juden. Und mein muslimischer Mitvorsitzender, der Murat und ich, wir haben gesagt, das geht doch nicht. Man macht doch nicht einen Dialog gegen jemanden. Und wir sind damals, ich war ein junger Bank-Azubi, ganz unbedarft auf die jüdische Gemeinde zugegangen. Ich habe dort einfach angerufen und uns empfing ein strahlender älterer Herr, der Meinhard Tené, der sich einfach unheimlich gefreut hat, dass junge Menschen mal von sich aus auf sie zukommen und dass es nicht um Schuld ging. Also wir hatten überhaupt nicht irgendwie das Gefühl, wir wussten auch gar nicht, dass er zum Beispiel Holocaust-Überlebender war, dass er seine Mutter, seine Schwester verloren hatte. Das haben wir alles erst später erfahren. Uns ging es ja darum, wie können wir in Zukunft zusammenleben als eine Gesellschaft, die religiös vielfältig ist. Und so hat für mich der Dialog praktisch begonnen auf einer sehr menschlichen und zukunftsorientierten Weise. Und es war auch ganz spannend, dann den Einblick in die jüdische Gemeinde zu bekommen. Und der zweite Schub war dann, ich habe 2015, 16 ein Sonderkontingent geleitet für das Land Baden-Württemberg. Wir haben 1.100 Frauen und Kinder, vor allem Jesidinnen aus dem Irak evakuiert. Ja, die Nadia Murad, die spätere Friedensnobelpreisträgerin dabei. Und im Irak, ich muss ja die ganzen Gespräche führen mit Ministern, mit Religionsgelehrten und Stammesältesten und so weiter. Da ist mir dann richtig klar geworden, was Antisemitismus für ein Riesenthema ist. Es gibt im Irak gar kein jüdisches Leben mehr. Und genau das ist das Problem. Also das waren ja die jüdischen Gemeinden, die kurdischen und die arabischen jüdischen Gemeinden, die gingen bis ins 6. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung zurück. Sind die alle vertrieben worden, die jüdischen Gemeinden waren vernichtet. Und dann haben mir die Leute dort erklärt, also Herr Blume, der al-Baghdadi, dass der Kalif des IS, das ist ein jüdischer CIA-Agent und der IS ist der Mossad. Und ich habe dann Islam in der Krise geschrieben, das erste Buch quasi in dem Bereich, wo quasi was ist los in der islamischen Welt, warum ist diese Hochkultur so abgestürzt? Ja, meine Frau ist ja auch Muslimin, also quasi was ist da eigentlich passiert? Und da war das Thema Antisemitismus schon ein Kapitel. Aber ich habe dann natürlich, wenn Sie sich vorstellen, 2016 komme ich aus dem Irak zurück und wir haben hier im Baden-Württembergischen Landtag einen Landtagsabgeordneten, der aus Bayern, also ein Arzt, meiste Definition kein Migrationshintergrund in Baden-Württemberg. Wir würden sagen, Bayern, ja, ist nahe genug. Aber der hat verkündet, die Protokolle der Weisen von Zion wären echt. Und es gäbe die jüdische Weltverschwörung und die kontrollieren. Und da habe ich dann gesagt, so, also jetzt, das kann doch wohl nicht wahr sein. Und bin damals noch, obwohl ich noch quasi einfach als Religionswissenschaftler in die Öffentlichkeit und habe gesagt, Leute, hier passiert was, über das Internet kommt dieser Hass wieder und bin dann von den jüdischen Gemeinden 2018 vorgeschlagen worden. Und das ist letztlich genau das, was Lena Korelik auch sagt, dass es nämlich darauf ankommt, dass die Menschen verstehen, das Judentum ist genauso vielfältig wie jede andere Religion auch. Es gibt Säkulare, es gibt Religiöse, es gibt Liberale, es gibt Orthodoxe, es gibt in den jüdischen Gemeinden richtig Zores manchmal. Ich war gemeinsam mit Stefan Kramer Streikschlichter, als es um den Bau der Synagoge in Ulm ging und die Klischees aus den Köpfen zu bekommen. Und ich glaube tatsächlich, das setzt Begegnung voraus. Und das setzt auch mal die Bereitschaft voraus, die eigenen Klischees und Vorurteile zu überwinden. Ich habe das selber noch gelernt in der Schule. Judentum, das waren Schwarz-Weiß-Filme, das waren körnige Bilder, das war Mitleid, also dann Leichenberge, man sollte Mitleid haben, aber es war keine lebendige Begegnung. Die Holocaust-Überlebenden, die früher in die Schulen gegangen sind, die waren immer weniger da. Ich habe zum Beispiel das nie erlebt und ich begegne dem bis heute, dass ganz viele Leute quasi mir sagen, naja, sie haben über das Judentum viel in der Schule gelernt, aber eigentlich nur über den Tod. Sie wussten gar nicht, zum Beispiel, Blume, ich wusste gar nicht, dass es in Deutschland weiter jüdisches Leben gibt. Und das ist das, was ich mir halt vom Festival oder auch hier von Leipzig Stream so erhoffe, dass wir eben einfach begreifen, wir leben zusammen, wir haben eine gemeinsame Zukunft. Das heißt, nicht die Vergangenheit zu vergessen. Das heißt, nicht irgendwas unter den Teppich zu kehren. Aber das heißt, anzuerkennen, dass jüdisches Leben in seiner Vielfalt da ist, und dass Rassismus und Antisemitismus einfach unsere gemeinsame Zukunft bedrohen.
Wenn das angekommen ist, wäre ich schon super, super glücklich. Ja, jetzt haben Sie ganz lang das erklärt, auch wie Sie da hingekommen sind. Gibt es denn was, also ich will das nochmal sagen, alle Beauftragten in allen Ländern, die gibt es ja, haben sich des Themas angenommen und in allen Bundesländern gibt es Veranstaltungen zu diesem Festjahr. Also wenn die Zuschauenden aus Baden-Württemberg was in Baden-Württemberg finden wollen, dann gehen Sie auf die Seite der Staatsregierung. Da finden Sie auch einen ganz tollen Film, Jung und Jüdisch in Baden-Württemberg. Der greift das auch auf, was Sie sich wünschen, Frau Gorelick, die Vielfalt zu zeigen, die Verschiedenheit zu zeigen. Vielleicht sagen Sie noch drei Sätze, Herr Blume, zu diesem Film oder einem anderen Projekt, was Ihnen persönlich ganz wichtig ist in diesem Festjahr, was Sie mit angestoßen haben vielleicht. Naja, das war ja genau die Sache. Wie machen wir in Baden-Württemberg 1700 Jahre jüdisches Leben? Und die Uridee war, wir machen einen Kongress und dann redet der Ministerpräsident und so. Und da habe ich gesagt, nee Leute, wenn wir das machen, wer kommt denn da hin? Wer kommt auf so einen Kongress? Da kommen die Leute hin, die ohnehin schon, die wir erreicht haben. Ich möchte in die Schulen, ich möchte ins Internet, ich möchte dort, wo sich manchmal auch der Hass austobt, da müssen wir gegenhalten. Und dann haben wir dieses Filmprojekt gemacht, experimentell mit Leuten, die dann zum ersten Mal sich begegnet sind und unter Covid-19-Bedingungen einen gemeinsamen Film gedreht haben. Und alle, die mitgemacht haben, sagen eben auch, das war eine echte Erfahrung. Und am Schluss sind die Instagram und Kanäle und Twitter angegeben. Das heißt, man kann mit den Leuten auch in Kontakt treten. Also die Botschaft ist eben, Leute, hört auf, das Judentum nur in Klischees wahrzunehmen. Das Judentum ist da, es ist ein Teil unserer Gesellschaft. Und genauso wie ich eine katholische Kirche oder eine Moschee mir anschauen kann, sogar inzwischen im Baden-Württemberg, im Schwäbischen, genauso ist es okay, sich mit dem Judentum zu befassen und zum Beispiel zu entdecken, dass gar nicht alle immer in die Synagoge gehen und 7 Tage die Woche über den Talmud nachsinnen, sondern dass es da zum Beispiel auch Krimi-Autorinnen quasi genauso geben kann, beziehungsweise, also Sie haben es ja gerade schon versprochen, Frau Gorelick, oder? Dass auch mal ein Krimi kommt. Genau, ich würde genau den Ball auch nochmal weitergeben. Welche Erfahrungen machen Sie in der Auseinandersetzung, zum Beispiel bei Lesungen, wenn Sie mit jungen Menschen zusammenkommen? Wie auf welchen Boden fällt das? Wie kann man das verstärken, dass es mehr so passiert, wie wir uns das wünschen und vorstellen? Ich glaube, es geht einfach um eine Sichtbarkeit und um diese Vielfalt, einfach das mehr zu sehen. Es gibt inzwischen so viel an MusikerInnen, die eben nicht Klezmer machen, ja, sondern, weiß ich nicht, coole Rap-Musik. Und es gibt ganz viele AutorInnen und es gibt KünstlerInnen jeder Art. Ich glaube, Berlin besteht zu einem großen Teil aus DJs aus Tel Aviv. Also es gibt einfach so viele verschiedene Menschen, die sich auch, also wie wir schon gesagt haben, unterschiedlich definieren und zu unterschiedlichen Anteilen vielleicht auch sagen würden, mir ist das Judentum wichtig oder es ist mir vollkommen unwichtig, ist halt etwas, was ich irgendwie bin, aber spielt in meinem Alltag keine Rolle. Und ich glaube, es braucht gar nicht so eine Offensive im Sinne von, die müssen wir jetzt auf die Bühnen bringen oder in die Schulen bringen, sondern ich glaube, wir müssen einfach sozusagen von diesem Besonderen, von diesem exotischen Faktum irgendwie wegkommen. Und auf der einen Seite und auf der anderen Seite geht es, glaube ich, darum, auf breiter gesellschaftlicher Ebene das zu bekämpfen, was gerade vielleicht auch sich den Weg bahnt, nämlich oder auch schon seit Jahren gebannt hat, nämlich den Antisemitismus, der ja nicht alleine daherkommt, sondern eben auch mit rassistischen Bewegungen und dass es da einfach irgendwie eine breite Basis an Gegenbewegungen gibt, die genauso hörbar und genauso laut ist, wie es nun mal die andere Seite schafft. Und das sind aber zwei Dinge, die, glaube ich, nichts miteinander zu tun haben. Also das eine ist wie so ein Einzug von Normalität, also um den man nicht mehr kämpfen muss. Und auf der anderen Seite geht es darum, etwas zu bekämpfen und etwas entgegenzustehen, was unsere Gesellschaft als solche bedroht. Und da geht es, glaube ich, ganz stark darum zu begreifen, dass es eben nicht um Jüdinnen und Juden geht, sondern dass es
mit uns als Menschen, als Gesellschaft etwas macht, wenn Jüdinnen und Juden, aber auch MuslimInnen bedroht werden oder Menschen anderer Hautfarbe als weiß bedroht werden, wenn Frauen bedroht werden, dass es einfach etwas ist, was uns und unser Zusammenleben bedroht und nicht nur die einzelnen Personen. Und da geht es ganz viel um Solidarität, glaube ich, einfach. Ja, das, ich glaube, das unterschreiben ganz, ganz, ganz viele, unabhängig von ihrer persönlichen Prägung. Und trotzdem ist uns ja dieses Dilemma, und Sie haben aber gleichzeitig ein Dilemma beschrieben, der Wunsch nach Normalität, der Wunsch nach mehr Selbstverständlichkeit, so hat es Shelley Kupferberg mir auch nochmal, wir haben ja nochmal drüber gesprochen. Und ich erinnere mich an die Rede von Marina Weißband am 27. Januar im Bundestag, wo sie auch diese Sehnsucht beschrieben hat, nicht zwingend sichtbar zu sein und sichtbar zu werden in Normalität und andererseits sich aber unsichtbar machen zu müssen aus Sicherheitsgründen, aus wirklich echter Angst. Und sie hat das ja sehr schön beschrieben, wollten einen Stammtisch gründen und die Polizei hat gesagt, um Himmels Willen, das können wir gar nicht verantworten. Also wie lösen wir dieses Dilemma aus? Und wie halten wir das aus und wie lösen wir es auf? So, das habe ich gemeint. Frau Gorelick, vielleicht Sie noch mal zuerst. Naja, erstens, indem wir das Dilemma, glaube ich, viel, viel, viel stärker zeigen müssen, weil ich glaube, dass es vielen überhaupt nicht bewusst ist. Ja. Also ich glaube, dass es einfach vielen nicht bewusst ist, diese Sicherheitsbedrohung, diese akute Sicherheitsbedrohung und diese steigenden Zahlen von antisemitischen Übergriffen etc., die, also ja, wenn man sich dafür interessiert, findet man sie in der Zeitung auf Seite 8, aber also sozusagen diese akute tagtägliche Bedrohung, mit der Menschen, die, und also ich spreche jetzt nicht aus eigener Erfahrung, weil ich ja nicht irgendwie sichtbar Jüdin bin, aber von der eben Menschen berichten, also einfach dieses, ich habe Angst, mit einer Kippa auf der Straße herumzulaufen, das ist, glaube ich, in der breiten Gesellschaft, die sich nicht explizit mit Themen wie Ausgrenzung etc., Fremdenfeindlichkeit beschäftigt, überhaupt nicht bewusst. Das heißt, um das Dilemma lösen zu müssen, muss es erstmal auf eine Agenda, die außerhalb dieses Blasenkreises funktioniert. Mhm. Ja, sehr gut. Also durchaus das auch immer wieder sagen, dass es dieses Dilemma genau so gibt. Ja. Benennen und zeigen und dann muss man, glaube ich, auch aufzeigen, wo nur gesprochen wird. Also so empfinde ich das. Das ist einfach so beim Thema Judentum und es war schon immer so, hierzulande gibt es immer ganz große Sätze und ganz große Worte und die klingen alle wahnsinnig gut. Ja, es ist immer so, wenn man das liest, kommen einem beinahe die Tränen. Ja, und einfach hinterher zu fragen irgendwie, was bedeutet das denn? Also was für eine Handlungsposition ergibt sich daraus? Was bedeutet das für morgen, was bedeutet das für die Frage, was geschieht? Also ein Satz, der jetzt auch in den vergangenen Wochen immer wieder gefallen ist aus PolitikerInnenkreisen ist, es gibt in diesem Land keinen Raum für Antisemitismus. Das klingt total schön, ist einfach ein totaler Blödsinn, weil sonst müsste diese Rede nicht gehalten werden, ja? Sonst würde es keine Antisemitismusbeauftragte geben, sonst würde es diese ganzen Statistiken nicht brauchen. Ja? Es ist so abstrus, dieser Satz. Und dann steht er da und es klingt erstmal gut und alle klatschen im Herzen und machen dann die Tagesschau wieder aus. Und es bringt niemanden voran. Und ich glaube, darauf muss man auch hinweisen. Mhm. Wobei ich will den Satz nicht verteidigen, aber der Satz sagt ja, dass man nicht will, dass es so ist. Also es ist ja eine. Nee, also jetzt rein, ich komme jetzt einfach mal als Autorin aus der sprachlichen Ecke. Ja. Der Satz, es gibt keinen Raum, sagt aus, dass es ihn nicht gibt. Also das, was Sie meinen, wäre, wir wollen ein Land haben, in dem es keinen Raum gibt oder es soll keinen Raum geben, aber jetzt aus dieser rein sprachlichen Ecke heißt es, es gäbe ihn nicht. Und das ist einfach nicht wahr. Falsch. Richtig. Ja, absolut. Absolut. Herr Blume, Sie haben Ihrem Buch
nicht dem aktuellen, sondern einem davor, das genauso aktuell ist, warum Antisemitismus uns alle bedroht, haben Sie formuliert. Und ich habe bei uns erscheint immer, was ich auch jetzt sehr schön finde, wechselseitig eine Kolumne und der Rabbiner Arends beschreibt das genauso. Eine Gefahr für die Gesellschaft. Der Antisemitismus bedroht uns alle und er ist kein muslimisches Problem. Auch das sagt er. Und Professor Khoshid hat sich ähnlich geäußert. Vielleicht machen Sie noch mal klar, warum das uns alle angeht, was das mit unserer Gesellschaft macht und warum es gut für alle ist, wenn wir den Antisemitismus bekämpfen. Ja, also Frau Goldig und ich haben uns gar nicht abgesprochen, aber sie hat ja auch gerade genau diese Wendung verwendet, also warum der Antisemitismus uns alle bedroht. Und das war eben tatsächlich, ich habe mich gefragt, wie kommt es, dass, wie gesagt, im Irak, wo es gar keine jüdischen Gemeinden mehr gibt, dieser Hass trotzdem noch da ist und sich jetzt dort Türken, Kurden, Araber gegenseitig vorwerfen, Teil der vermeintlichen Weltverschwörung zu sein. Der Oberrabbiner von Großbritannien, der ehemalige, der Jonathan Sacks, hat das einmal formuliert: The hate that starts with Jews never ends with Jews. Also der Hass, der mit Juden beginnt, endet nie dort. Und hat also die britische Gesellschaft aufgefordert, zu erkennen, dass Antisemitismus eben quasi ein Verschwörungsglaube ist, der dann immer auch Frauen, Demokratinnen, Journalistinnen, Wissenschaftlerinnen betrifft, Muslime. Also man kann auch gleichzeitig Roma und Sinti in der deutschen Geschichte, in diesen Verschwörungsglauben kann jede Gruppe einbezogen werden. Und wer mir also sagt, also Herr Blume, ich mache was gegen Antisemitismus, den Juden zuliebe, dann muss ich sagen, da hat man noch nicht begriffen, dass das Thema viel, viel weiter geht. In allen anderen Formen von Rassismus werden die angegriffene Gruppe abgewertet. Ja, da heißt es, die sind weniger schlau, die sind weniger wert. Aber im Antisemitismus wird behauptet, Jüdinnen und Juden wären besonders schlau und die würden alle anderen beherrschen und kontrollieren. Und das ist, und das war ja schön auch gerade in Ihrer beiden Diskussion gerade, ist eben tatsächlich eine mediale Funktion. Das Judentum war die erste Religion des Alphabetes, die erste Religion der Schrift, die erste Religion, wo der Begriff der Bildung selber direkt aus der Tora genommen ist. Ja, der Mensch ist nach Gottes oder im Bilde Gottes geschaffen und über Maimonides und Meister Eckhart entsteht im Deutschen der Begriff der Bildung. Ich werde oft zum Beispiel gefragt, wie das kommt, dass Jüdinnen und Juden so viele Nobelpreise gewinnen. Ob das nicht ein Hinweis darauf wäre, dass sie doch genetisch irgendwie anders wären. Und dann muss ich sagen, nein, das ist, da brauchen Sie überhaupt keine Genetik für und keine Hautfarben. Es gibt ja auch ein afrikanisches Judentum. Das Judentum ist keine Rasse. Semiten sind keine Rasse, sondern es ist eine Tradition der Bildung, eine Tradition eine Tradition, in der Lesen und Schreiben in jeder Bar Mitzwa und Bat Mitzwa gefeiert wird, wenn das Kind lesen und schreiben kann. Und das ist quasi das Bücher, die Leipzig Stream, wir sind auf der Buchmesse, da können wir quasi, die Bibel ist das Buch der Bücher und die ist in diesem Kulturraum entstanden und wir benennen bis heute unser Alphabet nach den ersten beiden Buchstaben im Hebräischen, Aleph und Bet. Also das zu verstehen, dann bedeutet es nämlich, ja, ich bekämpfe den Antisemitismus einerseits wegen den jüdischen Gemeinden. Ich bekämpfe ihn aber auch wegen unserer gesamten Kultur, wegen Bildung, Wissenschaft, Zusammenleben, Demokratie und zu erkennen, dass Antisemiten tatsächlich uns alle bedrohen und dass man vor allem aufhören soll, verschiedene Gruppen gegeneinander auszuspielen. Wenn ich jetzt höre, der Antisemitismus wäre importiert, da kriege ich die Krise. Wer sich nur ein bisschen auskennt, der weiß, dass Adolf Hitler und der Großmufti al-Husseini damals in den 1930er Jahren sich verbündet haben. So zu tun, als gäbe es einen echten arabischen Antisemitismus und einen unechten deutschen Antisemitismus, ist völlig an den Haaren herbeigezogen. Ja. Entweder wir sagen, wir bekämpfen diesen Hass, egal wo er auftritt, oder wir lassen. Wer ihn immer nur bei den anderen bekämpfen will und immer nur bei den anderen sehen will, ich glaube, der oder die meint es dann gar nicht ernst. Ja, ja, und das ist im Grunde ja eine Ausflucht. Man kann ja Unrecht letztlich auch nicht aufwiegen. Ja, das ist ja, das ist ja absurd oder mit dem Finger auf andere zeigen. Hier in der Stuttgarter Zeitung schrieb einer im Leserbrief, der rechtsextreme Antisemitismus sei nur eine Geistesschwäche,
aber bei den Muslimen, da stecke das in der Geschichte. Und da kriege ich also echt, da denke ich, also so kann man natürlich auch quasi Geschichte verharmlosen und nach dem Motto, naja, die Nazis haben einen an der Klatsche, aber die Muslime sind ja böse. Und da kann ich nur sagen, also so wird das nichts. Entweder wir stellen uns gegen jeden Hass und treten für eine Gesellschaft ein, in der Menschen, ob religiös oder nicht, zusammenleben können in Vielfalt, oder aber wir lassen es. Aber wer das immer, das ist übrigens die häufigste Antwort, die ich als Antisemitismusbeauftragter bekomme, ist: Herr Blume, Ihre Arbeit ist total wichtig, aber machen Sie sie bitte woanders. Also nicht gerade bei uns. Jetzt wissen wir und zeigen das eben in diesem Fest ja auch, dass das Judentum, ich nenne das ja immer, konstitutiv für Deutschland ist. Diese 1700 Jahre sind ja, möglicherweise gibt es, sicherlich gibt es auch Spuren davor, aber die sind nun mal gefunden und das Edikt von Kaiser Konstantin hat darauf hingewiesen. Und wir wollen diese Vielfalt über die Jahrhunderte hinweg zeigen. Und wenn wir durch das Jüdische Museum gehen und sehen den Jazz und sehen die Literatur, Else Lasker-Schüler, Einstein, Karl Marx, dann wird es einem klar, aber es wissen sehr, sehr wenige Menschen viel über das Judentum. Und haben Sie eine Erklärung, warum das so ist, Frau Gorelick? Warum wissen die Menschen so wenig über, warum wissen sie so viel oder nicht genug, aber warum reduzieren sie das Judentum auf die Nazizeit und den Holocaust? Das ist, glaube ich, einfach liegt im Bildungssystem. Also wenn ich mich an meine eigene Schulzeit erinnere, ich weiß nicht, wie sich die Lehrpläne geändert haben, aber wir hatten den Holocaust in Geschichte und wir hatten ihn natürlich in Deutsch mit diversen Büchern und wir hatten ihn dann nochmal in Gemeinschaftskunde und wir hatten sehr wenig, also dann gab es noch ich überlege gerade, also es gab sicher noch irgendwie noch weitere Dinge zur Geschichte des Antisemitismus, aber es gab sonst, also wenn wir sagen, es ist ein Festjahr, in dem wir 1700 Jahre feiern, dann wissen einfach die meisten Menschen, also da kam zumindest in meinem Geschichtsunterricht in der Schule von den 1700 Jahren sehr wenig vor. Also da kam eigentlich 33 bis 45 vor. Mhm. Und das ist, glaube ich, dieses Grundwissen, alles, was darüber bekannt ist, muss dann ja mit einem Interesse einhergehen. Also ich glaube, es liegt ganz stark an dem Bildungssystem und dann liegt es auch noch ganz stark an dem, was eben wiedergegeben wird. Also dieses Thema, was ich am Anfang erwähnt habe mit diesem Spiegeltitel. Ja? Also ja. Nicht, die Menschen kaufen nicht alle den Spiegel und lesen nicht alle die Geschichte zum neuen deutschen Judentum oder überhaupt nicht den Spiegel, wenn ich, soweit ich weiß, verliert der Spiegel immer mehr an Lesern. Aber ganz viele Menschen sehen im Zeitungskiosk oder in der Bahnhofsbuchhandlung sehen diesen Titel, auf dem steht neues deutsches Judentum und dann ist da diese Orthodoxe abgebildet. Mhm. Und das ist etwas, was, also Bilder prägen uns, Bilder, ja. Es gibt ja genug Studien darüber, dass es das ist, was hängen bleibt. Das heißt, die Stereotype, die da sind, werden noch bedient und werden dadurch reproduziert und der Blick wird nicht geöffnet. Genau. Und dabei gäbe es so viel zu entdecken. Und ich nutze noch mal die Gelegenheit, ein anderes Buch, nicht von Ihnen beiden, aber auch zu erwähnen, das ist zum Fest ja erschienen. Passt, ist witzig, die Titelgebung, nicht wer wir sind, sondern, ups, jetzt muss ich in die andere Richtung gehen, wir sind da. Das ist auch sehr niedrigschwellig geschrieben. Also es ist wirklich schön zu lesen, es ist reichhaltig und es geht von A bis Z und es zeigt verschiedene Facetten auf und das finde ich sehr, sehr wichtig. Herr Blume, haben Sie noch eine weitergehende Erklärung, warum sich die Stereotype so halten und warum wir so wenig in der Breite wissen? Ja, also das eine ist tatsächlich der sogenannte Confirmation Bias, also Bestätigungsfehler. Wir suchen die Informationen auch unbewusst aus, die uns in unseren Bildern bestätigen. Also ich habe das selber auch erlebt, da war ich noch überhaupt nicht der Antisemitismusbeauftragte, sondern einfach Referatsleiter für Religionsfragen, dass ich Politikerinnen und Politiker dazu bewegt habe, dass sie einmal nicht eine Gedenkveranstaltung besuchen, sondern mal ein Chanukka-Fest oder
Purim oder den jüdischen Kindergarten, weil auch ganz viele Politikerinnen und Politiker das Judentum nur kannten im Sinne von schlechtes Gewissen, reden nie wieder und wir werden alles tun und gar nicht gewusst haben, dass es da sozusagen auch ein Lebendiges gibt. Ich war jetzt mit Ministerpräsident Kretschmann, haben wir mal einfach ganz inkognito mit der jüdischen Gemeinde Schabbat gefeiert. Und für ihn war das sehr bewegend, weil er da ganz viel auch aus seiner katholischen Tradition einfach entdeckt hat und einfach entdeckt hat, dass das sozusagen eine Sache ist, die wo es auch viele Gemeinsamkeiten gibt. Und es ging eben mal nicht nur um die Vergangenheit. Und das ist, glaube ich, ganz arg wichtig. Deswegen, glaube ich, ist auch das Gedenkjahr so eine Sache, weil es beginnt, diese Bilder ein Stück weit aufzubrechen und eben sagen, ja, die 12 Jahre des NS-Zeit, die gibt es und die sind auch nicht nur ein Vogelschiss, wie irgendjemand mal behauptet hat, aber es gibt noch eine Menge davor und es gibt eine Menge danach. Und das ist sozusagen, ich merke dann schon, dass wenn Leute dann erstmal ein Interesse entwickeln, dass sie dann auch ihr Christentum oder ihren Islam oder ihren Humanismus auch besser verstehen, denn natürlich sind die Kulturen und Religionen in enger Interaktion entstanden. Purim entsteht im 15. Jahrhundert, taucht es auf und nimmt katholische Karnevalstraditionen auf. Also das ist sozusagen, selbst wenn man sich immer auch voneinander, klar, Identität heißt auch Abgrenzung, aber trotzdem haben sich die Kulturen und Religionen so eng durchdrungen, auch unsere Bibel, die christliche Bibel, auch der Koran, die Schriften der Bahai, die sind auch alle in Alphabetschrift. Und bei Ihnen, Frau Löhrmann, wenn ich da hinten sehe, das sind ganz viele Bücher, in Alphabetschrift, also wir sind Teil eines auch kulturellen Stromes, wir sind verschieden und das ist völlig okay so, aber es macht auch eine große Freude, das Gemeinsame zu entdecken. Das führt mich dazu, eine Kampagne und ein Projekt anzusprechen, was die Kirchen mit den jüdischen Gemeinden machen, beziehungsweise heißt das, näher als man denkt. Ja, und das finde ich auch ganz schön. Es gibt vom Zentralrat Shalom Aleikum, da geht es da, welche Ähnlichkeiten haben wir denn eigentlich, damit nicht nur die Köpfe, sondern eben auch die Herzen erreicht werden und Dinge gemeinsam gemacht werden. Wir haben ja als Verein auch, ich finde das wirklich auch toll, dieses jüdische Puppentheater, von dem man wahrscheinlich ja nicht wusste, also ich wusste es nicht, dass es das gibt, wo die Feiertage erklärt werden oder die Podcasts oder junge Jüdinnen und Juden befragt werden. Ich glaube, dass das ganz, ganz wichtig ist, um auch der Sprachlosigkeit, die ja auch da ist, etwas entgegenzusetzen. Die Frau Gurelik hat eben gesagt, ja, die Politikersätze, die haben es manchmal in sich. Das stimmt. Ich will trotzdem unseren Schirmherrn Bundespräsident Steinmeier zitieren mit einem Satz, über den ich, seit ich ihn das erste Mal gehört habe, immer wieder nachdenke. Und ich glaube, er ist nicht gesprochen, um was wegzutun, sondern er formuliert eigentlich einen Anspruch. Sinngemäß, erst wenn sich Jüdinnen und Juden hier bei uns vollkommen sicher, vollkommen zu Hause fühlen, ist dieses Deutschland vollkommen bei sich. Ich kriege da immer so ein bisschen eine Gänsehaut, weil ich finde, gerade vor den aktuellen Ereignissen zeigt das ja, was wir noch vor uns haben, an Strecke zu bewältigen. Weil das würde ja heißen, wir brauchen keine Sicherheitsmaßnahmen durch die Polizei mehr, die im Moment notwendig sind und die Länder und der Bund leistet. Was können wir gemeinsam aus diesem Anspruch, was können wir daraus machen? Herr Blume, vielleicht mögen Sie mal anfangen. Also ich würde sagen, der Bundespräsident hat da durchaus recht, aber ich würde es gerne erweitern. Ich möchte, dass wir in einem Land leben, in dem niemand aufgrund seiner Religion, seiner Hautfarbe, seines Geschlechts Angst haben muss. Ich werde in den Tagen ganz viel gefragt, Herr Blume, was können wir denn im Nahostkonflikt tun? Und dann sage ich, wissen Sie, von Deutschland aus können wir den Nahostkonflikt oder irgendeinen anderen Konflikt, wir können nicht Tibet mit den Kaschmir-Konflikt befrieden, aber was wir machen können, ist, wir können hier so zusammenleben, dass wir es vorleben, dass wir eine Gesellschaft sind, in der es völlig okay ist, jüdisch, christlich, muslimisch, nicht religiös,
zu sein und trotzdem auf Augenhöhe, Respekt, mit gegenseitiger Neugier zusammenzuleben. Das ist das Allerbeste, was wir tun können. Und deswegen würde ich also quasi sagen, ja, ich teile das Anliegen, aber ich wünsche mir die gleiche Selbstverständlichkeit auch, dass zum Beispiel auch Muslime keine Angst haben müssen, dass Christen, dass Jesiden, die hier Schutz gefunden haben, in Sicherheit aufwachsen können, dass es sozusagen wir uns auf eine Gesellschaft zubewegen, in der es okay ist, verschieden zu sein und in Freiheit und Sicherheit zu leben. Das wäre mein Ideal. Dann würde ich sagen, dann haben wir alle auch aus der Geschichte was gelernt und dann kann Deutschland zu sich finden, nicht aber indem es einzelne Gruppen heraushebt und gegen andere in Stellung bringt, sondern indem wir eben in Freiheit, Sicherheit verschieden sein dürfen. Mhm. Frau Gorelick. Ja, ich hätte genau damit angefangen. Ich finde, diese Reduzierung, wir müssen, Deutschland ist erst bei sich. Ich weiß auch gar nicht, was bei sich ist und wann Deutschland, also es ist historisch eine sehr offene Frage, wann Deutschland denn das letzte Mal bei sich war oder jemals. Also ich will jetzt die Sätze der PolitikerInnen nicht auf Teufel heraus auseinandernehmen, aber das fiel mir einfach so ein, was das heißt, Deutschland wieder bei sich ist. Also die Frage ist, wann war es denn zuletzt bei sich? Ich finde aber dieses Herausgreifen von einer Minderheit und sagen, die schützen wir jetzt, die müssen sich wohlfühlen bei uns, finde ich jetzt für mich, also ich würde mich nicht wohlfühlen, wenn sich die Jüdinnen und Juden irgendwie sicher fühlen und jeder, der schwarz ist, sich nicht sicher fühlt. Also würde ich nicht sagen, Deutschland ist, oder wenn Deutschland dann bei sich ist, dann bin ich vielleicht weniger bei Deutschland, so vielleicht formuliert. Mhm. Ich glaube, es geht darum, die Sätze zum Leben zu erwecken. Ich glaube, es geht darum, dass man diese Dinge nicht nur sagt und nicht nur liked in den sozialen Medien und nicht nur irgendwie groß auf die Fahnen schreibt, sondern immer um die Frage, was kann ich als einzelne Person, was kann ich heute dazu beitragen, dass dieses Land eins ist oder diese Gesellschaft eine ist, in der sich Menschen sicher fühlen und in der das, was im Grundgesetz festgehalten wird, nämlich die Würde des Menschen ist unantastbar, dass das für alle gilt und nicht nur für die Privilegierten, die auf eine bestimmte Art und Weise sozialisiert worden sind oder auf eine bestimmte Art und Weise aussehen. Ich glaube, und die Frage ist eben, was kann ich tun und nicht, was kann ich sagen? Und ich glaube, darauf muss man es runterbrechen, ohne irgendwie immer mit dem Finger zu zeigen und zu sagen, das ist die AfD, das sind die PolitikerInnen tun nicht genug, hier wird nicht genug gebildet. Es sind immer die anderen, es ist ein bisschen wie so, mich erinnert es manchmal an den Kindergarten, wo es ja auch nie ein Kind gewesen ist. Ja, es waren ja immer die anderen. Also niemand kommt vor und sagt, ich hab das kaputt gemacht oder ich habe angefangen. Es hat immer der andere angefangen. Und so ein bisschen ist das auch. Es ist so, man kann sich in einer bestimmten Blase darauf einigen, dass wir diese Werte, dass wir alle hinter ihnen stehen. Und dann kann man sich wunderbar darauf einigen, wer alles dafür verantwortlich ist, dass diese Werte nicht so viel gelten. Und ich höre sehr selten, was habe ich eigentlich dazu beigetragen heute und was werde ich morgen dazu beitragen. Und ich glaube, dass die Fragen viel mehr in den Vordergrund rücken müssen. Ja, wobei. Ich würde auch ergänzen, was ich viel erlebe, vor allem von älteren Männern, sind Schuldkomplexe. Also, dass man sozusagen sich in irgendeiner Art und Weise schuldig fühlt, teilweise sehr aggressiv. Also, mir schreiben dann Leute, ja, Herr Blume, dass die Buchstabiertafel, dass da die jüdischen Namen rausgenommen sind. Wen interessiert denn das? Haben Sie nichts anderes zu tun? Schreiben mir aber seitenweise Briefe. Die Leute investieren Stunden, um zu erklären, dass ihnen das ganz unwichtig ist. Sind es auch häufig solche Aspekte von Schuldabwehr. Die Muslime sind schlimmer. Oder dass dann gesagt wird, ja, wir müssen jetzt Israel beeinflussen, weil wir haben ja den Palästinensern die Juden eingebrockt. Oder umgekehrt, wir müssen jetzt auf der Seite von Israel stehen, weil wir haben ja Juden ermordet. Wo ich mit den Menschen dann sage, hört auf damit. Hört auf damit,
euch selber immer in den Mittelpunkt zu stellen. Niemand ist schuldig an dem, was Generationen vorher getan haben. Wir tragen Verantwortung. Und Verantwortung bedeutet, dass wir an die Zukunft zu denken haben und an jeden Menschen. Und wenn du für deine Schuldgefühle, deine falschen Schuldgefühle jetzt irgendwie auf Muslime abwälzt, auf Menschen Kriege damit anfachst, Hass predigst, dann wirst du deiner Verantwortung nicht gerecht. Und das will ich auch gerade mal auch Leuten sagen, die dann reden von Schuldkult und so. Ich arbeite jetzt seit wirklich zig Jahren mit den jüdischen Gemeinden super zusammen. Es hat nie irgendjemand versucht, irgendeine Schuld einzureden, sondern es ging immer um die Frage, wie leben wir in heute und in Zukunft zusammen. Und das wünsche ich mir eben auch, dass da Leute auch mal vielleicht entdecken, dass wir alle nicht der Nabel der Welt sind und dass die eigenen Komplexe, dass man die vielleicht aufarbeiten und überwinden kann, vielleicht auch durch ein gutes Buch, aber nicht sozusagen andere auch Weltregionen und Weltreligionen als Projektionsfläche für die eigenen Aggressionen und Schuldabwehrreflexe benutzen. Ich glaube, das ist nämlich auch ein Thema, warum das Judentum die Wahrnehmung häufig so arg eingeschränkt war, weil es vielen Leuten gar nicht darum ging, das Judentum zu verstehen, sondern ihre eigenen Schuldabwehrreflexe in irgendeiner Art und Weise daran abzureagieren. Und ich glaube, das hat den Meinhard Tenet damals so gefreut, dass eine junge Generation gekommen ist, die gesagt hat, natürlich interessiert uns Geschichte, aber wir sind da, weil wir an eine gemeinsame Zukunft glauben. Mhm. Stimmte nicht. Ich habe gerade noch mal auf das Zitat geguckt. Also bei sich sein, was heißt das eigentlich? Ich finde aber in dem, was Sie jetzt gerade gesagt haben, Herr Dr. Blume, ich habe zumindest auch in meiner Arbeit als Lehrerin die Erfahrung gemacht, dass die Kinder, die in positiver Weise bei sich sind, mit sich zufrieden sind, starke Persönlichkeiten sind, dass die es ja auch nicht nötig haben, auf anderen rumzutrampeln oder andere niederzumachen. Ja, und das stärkt ja diesen Gedanken, den Sie beide in unterschiedlicher Weise zum Ausdruck gebracht haben. Nicht was abreagieren und was ablassen an anderen, also ohne Angst verschieden sein zu können, hat es, glaube ich, Adorno formuliert. Und das Grundgesetz, die Würde des Menschen ist unantastbar, beschreibt es eigentlich zu Recht an allererster Stelle. Wobei natürlich der Bundespräsident ja gebeten war, zum Fest ja eine Rede zu halten. Und dass er das Judentum da nimmt, macht es natürlich verständlich. Und ich glaube, er würde es ganz genauso auf alle Gruppen und alle Menschen beziehen. Ich sage noch was Persönliches, weil Sie mich auch beide dazu motivieren im Grunde durch Ihre Aussagen. Heute ist der 29. Mai. 1993 ist in dieser Stadt, in Solingen, wo ich lebe, ja ein Anschlag auf die Familie Gentsch verübt worden. Und das hat diese Stadtgesellschaft sehr aufgewühlt. Ich war damals als Lehrerin tätig. Und letztens ist die israelische Fahne verbrannt worden, als unsere Stadt das Aufnehmen der diplomatischen Beziehungen würdigen wollte. Und ich finde, es ist so wichtig, und beides spricht ja dafür, dass etwas nicht bei sich ist, obwohl viel getan wird. Und ich finde, es ist wirklich sehr, sehr wichtig, in den Schulen, aber auch in Kommunen Begegnungsräume zu schaffen. Und dass alle, die auf dem Weg sind, den Sie jetzt beschrieben haben, den wir beschrieben haben, dass wir da schauen, wie können wir zu Begegnung beitragen, wie können wir aufklären, wie können wir Begegnung schaffen, damit sozusagen die Nachbarn erkannt werden, unabhängig davon, welchen Glauben sie haben oder welche Herkunft oder wo sie geboren sind. Und da eine gemeinsame Verantwortung zu schaffen für die Zivilgesellschaft, für das örtliche Gemeinwesen, für die Gesellschaft insgesamt. Also das, da weist das Fest ja, das ist der Anlass, aber da weist das Fest ja über sich hinaus und ist trotzdem sehr, sehr wichtig. Vielleicht, wenn wir da zum Abschluss kommen, die Zeit geht immer sehr schnell rum, wenn es so spannend ist. Was wünschen Sie sich noch für dieses Festjahr? Das würde ich Ihnen abschließend gerne noch mal, oder was möchten Sie sich fragen? Das können wir auch noch mal, kann ich auch noch mal in den Raum stellen. Wenn Sie an sich noch eine Frage hätten, dann nehmen wir die noch davor. Ansonsten, was wünschen Sie sich für dieses Festjahr?
Herr Blume. Also ich finde eigentlich das, was gerade passiert, sehr, sehr schön. Ich habe von Frau Gorelick gelesen, jetzt haben wir uns auch mal gesehen. Es ist gut, dass es bei einer Buchmesse inzwischen normal und okay ist, dass man ohne Überhöhung, ohne zu sagen, es ist das einzige Thema, quasi auch diesen Bereich mit reinnimmt. Ich glaube, dass wir, weil wir Menschen sind, dass jeder von uns auch Bereiche hat des Hasses, der Vorurteile, es gibt quasi, ich habe jetzt wirklich mit praktisch allen Religionen und Kulturen der Erde zu tun gehabt und habe nie festgestellt, es gäbe eine, die wären absolut gut und die anderen absolut böse, sondern eigentlich die meisten Menschen sind irgendwie so eine Mischung. Uns da einander bei. Da sind wir bei Lessing, bei den gemischten Charakteren und der Nase ja, der genau. Weise, der lohnt ja auch immer noch. Und die Verwirrung besteht ja daran, das nur bei anderen zu sehen und sich selber zu den Guten zu ernennen und dann sind die anderen irgendwann die Verschwörer. Und davon wegzukommen und zu sagen, wir sind auf einem gemeinsamen Weg und unser Planet ist gar nicht so arg groß. Und wir haben echt eine Menge Themen, Kinder, Enkel, wo ich mir wünsche, dass sie viele der Konflikte nicht mehr haben, die wir noch haben und dass wir vielleicht zum Beispiel bei der Klimakrise aber gemeinsam weiterkommen. Ich meine, das sind so Sachen, wo ich sage, die Vergangenheit, deren müssen wir uns bewusst sein. Die Zukunft für uns und unsere Kinder und Enkel, die haben wir gemeinsam. Und uns da als Partnerinnen, Freunde, das gemeinsam anzugehen, da gehört auch mal ein Konflikt dazu, aber eben friedlich. Das, glaube ich, ist jetzt mit Leipzig streamt. Also ich habe es zumindest jetzt so erlebt und war mir also wirklich eine Freude und ich hoffe, die Zuhörerinnen und Zuschauerinnen haben ein bisschen was für sich mitnehmen können. Frau Gorelick, Ihre Wünsche? Ich glaube, ich wünsche mir einfach, dass es nicht bei dem Festjahr bleibt. Also das ist so, es ist einfach ein großes Datum, es klingt wahnsinnig gut, es klingt wahnsinnig lang vor allem. Ich wünsche einfach, dass es gibt jetzt ganz, ganz, ganz viele Veranstaltungen, Podiumsdiskussionen und alles Mögliche in diesem Jahr. Und ich hoffe einfach, ich wünsche mir, dass dann nicht alles vorbei ist bis zu irgendeinem nächsten Datum, sondern einfach, dass weiterhin Veranstaltungen stattfinden, dass sie auch nicht reduziert werden auf das Thema, das ist jetzt der jüdische Künstler oder die jüdische Autorin, oder, sondern einfach, dass diese Diversität, die da ist, die aber, glaube ich, nicht genug öffentlichkeitswirksamen Raum hat und oft auch, eben auch keinen sicheren, dass sich das ändert, dass das lauter, fühlbarer, sichtbarer wird und dass das keine Feste braucht oder keine Festjahre braucht, um gefeiert zu werden, sondern dass es einfach im Alltag gefeiert wird. Ja, das ist wirklich ein wunderbarer Gedanke. Und das will ich nochmal sagen, das Besondere ist ja, Gedenkjahr ist es ja gar nicht. Festjahr zucke ich auch ein bisschen, sondern das Jahr soll das würdigen. Und es ist wirklich zum ersten Mal seit Gründung der Republik so, dass eben Jüdinnen und Juden und Nicht-Jüdinnen und Juden in unserem Land gemeinsam ein solches Jahr gestalten. Darum ist uns auch immer die Begegnung verschiedener Perspektiven so wichtig, auch wenn die im Ergebnis zu dem, was sie sich wünschen, sehr viel näher beieinander sind, als man vielleicht manchmal denkt. Und in jedem Fall, das Jahr wird zu Ende sein, aber in jedem Fall wollen wir Dinge weiterentwickeln und mitnehmen in die weitere Diskussion, ob das die Lehrpläne sind, ob das Bildungsangebote sind. Die Landeszentralen, die Bundeszentrale werden das sicher auch mitnehmen, weil der Bildungsauftrag ja besteht. Die Volkshochschulen, also das finde ich einen wichtigen Hinweis. Ich darf mich bei Ihnen beiden ganz, ganz herzlich bedanken, dass Sie dabei sind jetzt hier bei diesem Gespräch bei Leipzig Streamt. Ich möchte mich beim Börsenverein natürlich nochmal bedanken, bei der Bundeszentrale. Und ich hoffe an das Publikum, dass wir Sie neugierig gemacht haben auf die beiden Autorinnen. Ich halte das hier nochmal hoch und ich halte noch ein anderes schönes Buch von der Frau Gorelick nochmal hoch, was ich auch ganz spannend finde. Und alles zum Festjahr finden Sie, wenn Sie das interessiert, unter www.2021.lid.de.
und sage mit diesem Ausblick auf ein hoffentlich schönes Wochenende, auf einen sonnigen Tag, wo auch immer Sie sind, gutes Gelingen und nehmen Sie was mit von diesen anregenden Gedanken hier meiner beiden Gesprächspartner. Vielen, vielen herzlichen Dank und ein schönes Wochenende. Vielen Dank. Tschüss.